willkommen den Musikfreunden aus Lendershofen. Die früher mal die Landwirtschaft noch stärker geprägt haben als heute, nämlich diese kleinen Traktoren. Da kommt gleich ein erster, ein Kramer, Baujahr 57. Ja, Weinmanufaktur hat sogar ein ganzes Fässchen mitgebracht. Ob das für die zwei Durchgänge reicht heute? Denn dort sitzt drauf die Weinkönigin aus Altenahr. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie bitte Celine Schäfer mit ihren beiden Prinzessinnen Veronique Schäfer und Jenny Lahr. Herzlich willkommen hier in Waldheim. Sie sehen dabei aus Bachem die Prinzessinnen Janina Fels und Michael Kirsch. Sie sehen vom Arbeiler die Burgundier Theresa Friedrich und Sie sehen auch die beiden jungen Damen, die am Freitag ihre Ämter aufgegeben haben, nämlich unsere am Freitag aus dem Amt geschiedene Laura Bitthaus als Weinkönigin und hier zur Seite Daniel Kunig. Herzlich willkommen euch allen hier. Da kommt jetzt erstmal diejenige, die vor 30 Jahren Weinkönigin in Weipertsheim war. In Begleitung derer, die vor 40 Jahren war, begrüßen Sie einmal Ursula Lindener. 30 Jahre ist es her und Brigitte Ahrens, 40 Jahre, ihre Krone trägt. Die A-Weinkönigin ist da, meine Damen und Herren, Michelle Skroth. Herzlich willkommen, Michelle. Der Musik und zwar dem Musikverein Niederheckenbach unter dem Vorsitzenden Sascha Keuler. Herzlich willkommen! Terrassen erhalten. Auch hier sieht man wieder die Liebe zum Detail, die bunte Kuh hier vorne, die sich unter den Felsen verbirgt in diesem Falle. Und danke schön auch an den Spielmann zum Arbeiter, der jetzt den Höhepunkt allmählich auf den Platz holt. Seit Freitag dabei, am Samstag wird die Königin mit dort gezogen und heute hier kurz vor dem Wagen, auf dem Weinkönigin dran.
ein ganz herzliches Willkommen unserer Leinkönigin Iris Hoffmann, ihre beiden Prinzessinnen Wiebke Hoffmann und Susanna Boy. Herzlich willkommen.